herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, zurück zu einer neuen Folge Liga 1. Ich komme, Folge Nummer 6, und dieses Mal ging es an den Start mit Südkorea und nicht zu vergessen, Mädels, Zoom auf dich, denn es wird wieder sexy. Ja, wir schauen mal direkt rein hier ins Spielgeschehen. Erste Szene, Ecke, und drin ist das Ding. Kim Jung-Kwon mit dem Kopf in der vierten Minute. Schönes Ding. Wusste ich gar nicht, dass die Südkoreaner das auch können. Und es ging recht munter weiter. Da ist Kim Shin-Wook. Der kommt da durch und macht ihn rein. 32. Minute. Kim Shin-Wook zum 2:0. Goal, Goal, Goal. Yeah, baby. Ja, dann hier schöne Passstaffette. Lee Koino. Alter. Den kann man aber auch mal versenken. Wollte aber irgendwie nicht. Gut, machst du nichts. 81. Minute. Dann schöner Rückpass. Und dann macht er da den kleinen Abstauber. Ben Teke. 2:1 Anschlusstreffer in der 83. Minute. Und direkt im Gegenzug. Oh, mach noch rein da vorne, Junge. Kommende Ecke. Flanke. Nein. Aber da war noch jemand dran, da war noch jemand dran. Das gibt auf jeden Fall noch eine Ecke. Park Jung-Woo bringt das Leder rein und da ist es! 3:1, Son Min-Song. Golasso! Yes, baby! Ja, und 89. Minute hatte er dann irgendwie keine Lust mehr. Konnte nicht mehr abwarten, diese 2 Minuten. Und somit der erste Sieg mal wieder hier, auch jetzt in dieser Folge. 6 Punkte haben wir in der neuen Liga. Division 8 geht eigentlich gut vorwärts. Und dann war es mal Zeit für die Mannschaft, die ich bisher noch gar nicht gespielt habe. FC Barcelona spielen gegen FC Kopenhagen. Kopenhagen, wie man auch so schön sagt. Ist übrigens Barcelona B. Also, ja, eher eine, was heißt, Talentschmiede, sagen wir so. Boah, und es ging eigentlich recht munter los. Es war der erste Spieler, der ein bisschen was auf dem Kasten hatte. Die anderen Spieler waren ja echt einfach nur Punktelieferanten. Aber er lackt sich dann da irgendwie durch und macht das 1:0. Bolanos. Bolanos. Ich weiß es nicht genau, wie man den ausspricht. Er macht auf jeden Fall hier den Führungstreffer für Kopenhagen. Und dann kam nicht viel. Da ist Delofoeo. Flanken rüber. Espinosa. Javier Espinosa. Halten den Pfosten, meine Güte. Ja, dann schön durchgesteckt, ne? Auf Kiko! Nein! Schiri! Alter! Es gab auch keinen Elfmeter. Ja, es war auf jeden Fall ein recht ausgeglichenes Spiel. Dann ist Ilie da. Ilie! Ilie! Alter! Ja, wenn man solche Dinger nicht macht, dann darf man dieses Spiel auch eigentlich nicht gewinnen. Kiko spielt den Ball dann nochmal rüber. Ey! Alter! Ja, der Schiri war nicht unbedingt auf meiner Seite. Aber soll auch mal so vorkommen, dass das Glück dann auf der Gegnerseite ist. Und er kommt dann nochmal durch. Santin zum 2:0. Ja, ich würde nicht sagen untergegangen. Es war auf jeden Fall ein sehr gutes, spannendes Match. Hier, letzte Chance nochmal. Delofoeo auf Kiko. Kiko! Nein, nein, nein. So nicht. Joa. Das war es dann auch mit diesem Spiel. 2:0 geht das verloren. Wir bleiben also bei den 6 Punkten stehen. Und ihr könnt auf jeden Fall wieder unten in die Kommentare schreiben, mit welcher Mannschaft ich als nächstes spielen soll. Werde ich ab jetzt auch wieder berücksichtigen. Die Spiele hatte ich schon aufgenommen. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Macht's gut, haut rein. Ciao mit V und Mädels, Huben vom Tisch, schön beim Einpacken, dass die Dinger nicht abfrieren. Tschüssi!